Hi Leute, euer Wilfritz, grüße euch. Ich baue jetzt Marco. Marco. Aber ich nehme das jetzt mit rein. Hi Leute, euer Wilfritz, grüße euch. Der Marco hat mich schon wieder abgelenkt, aber egal. Ich schreibe mir mal, hihi, alles klar. grüße euch. Ich habe vor, also ich werde jetzt eine Maschine bauen, Micro ATX. Und mit einem 5600. Ein B450 Board, was wir am Freitag, heute ist Sonntag, weiß nicht, ob das jetzt noch funktioniert mit dem Schneiden vom Video, heute wahrscheinlich nicht mehr. Haben wir das geflasht, dafür habe ich mir echt ein 1600er AF, also ein Ryzen 5 aus der ersten Generation, der zweiten eigentlich, besorgt. Und ich stelle euch mal alles mal ein bisschen vor hier. Ich denke mal, ich werde die Perspektive nutzen, muss aber auch ein Licht anmachen hier. So. Wie gesagt, Ryzen 5, 5600, 6 Kernel, 2 Threads. Was hat er eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, hab ich vergessen. 3,7 Basis und 4,6 im Turbo. Und zurzeit so um die 200 Euro. Das ist ein gebrauchtes Board. Also, ich muss dabei sagen, die Maschine ist teils gebraucht. Obwohl die CPU ist neu und der RAM auch. Ich habe jetzt nicht die ganzen Specs im Kopf, auf jeden Fall B450. Verbaut ist hier jetzt noch ein, kann ich euch mal kurz zeigen. Das ist ein Dreher sowieso. Hier ist das von P&Y, eine NVMe, eine Dreifache, wie die heißen da, verbaut. Man sieht jetzt nicht wirklich viel. Da ist schon Windows 11 drauf. Das haben wir alles am Freitag gemacht. Und ja, wahrscheinlich werden wir noch ein Update machen müssen. Gucken. Und wie gesagt, bleibt Windows 10 drauf. 11, 11, 11. Ja, verbaut werden dann hier auf dem Board. Die hatte ich vorher noch nie. Wahrscheinlich gibt es hier noch nicht so lange. Ich finde auch dieses Logo sehr ansprechend. Vielleicht werden wir da irgendwas plottern oder so. Hi Devles, grüß dich und Gorkon. Das sind Acer Predator Talos, nennen sie sich. 2x8 GB, wie gesagt, in 3200. Ja, recht schwer. Kannst du mal kurz rausholen, weil verbauen muss ich ja eh gleich. So sehen die schicken Teile aus. Ich bin gerade überhaupt nicht im Bild, sehe ich gerade. Das ist schon Kacke, das gefällt mir schon gar nicht. Habe da nicht drauf geachtet, ich war nicht im Bild. Fangen wir mal von vorne an, das stört mich jetzt komplett. Ah, so, egal, ich bleibe jetzt dabei, kann ein bisschen schneiden. So, wie gesagt, das ist ein B450, ein Aorus M von Gigabyte. Verbaut werden 2x8, 3200er von Acer, Predator, Talos, so nennen die sich. Sind noch recht schwer, weil der Kühlkörper ziemlich massiv ist. Kann man erstmal draußen lassen. Auflegen. So. Verbaut ist hier bereits eine PNY, also PYN, ne, PNY, so, 250 GB, da ist Windows 11 drauf, das ist eine NVMe, wie gesagt, 250 GB. Die haben wir aber hier schon verbaut, weil da schon, wie gesagt, 11 drauf ist. So, die CPU, 5600X, 6 Kerne, das habe ich aber eben schon erwähnt, fangen wir gerade ein. So, verbauen werde ich dann hier in meinen Augen einen der schönsten Kühler, den man kaufen kann. Ein Cryorik. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ein H7. Und gut, den bauen wir eh gleich auf. Guten Tag. Guten Tag. Und Netzteil habe ich hier ein von Gigabyte. Ein 550 Watt. Bronze zertifiziert und ja, bin immer noch nicht so ganz am Bild, sehe ich gerade.
Egal. Nö. So, dann habe ich Aber hier macht noch nix. eine schicke Hey, Gebrauchte. Amo, Raubermob, danke dir. danke für deinen Und Support. guten Abend. Das ist noch von Inno 3D. Der Fritzburg ist wahrscheinlich jetzt so freundlich, um mal die Specs reinzublenden von der Karte. Ja. Die ist ein bisschen ticken schneller als die, die ich da oben liegen habe. Das ist noch eine Strix, die ich da habe von 970er. Die werde ich aber verbauen. Ist ein richtiges Monster, ist recht schwer. Genau, da ist es. Du hast es auch eingeblendet, ich weiß es nicht. Müsste ja. Da. Also da ist es, da oben steht's. Genau, Inno 3D 900 X4 Airbus Ultra Active. Meine, die hat einen Namen, die Karte. So, dann habe ich hier noch, wie gesagt, das ist jetzt alles gebraucht, bis auf CPU und auf RAM. 120er, das sind Silent Wings 3, einer hinten, PWM, und zwei von denen, weil in dem Case kann man vorne 240 oder 220 verbauen. Sind jetzt Wingbus 2, meine ich, ne? Ja, 240 mm, Yamaha PWM. Und bei den Lüftern ist halt geil, da kann man auch gleich einen Abgriff, kann man gleich eine anschließen. Zwei Lüftanschlüsse hat das Board, einmal hier oben und einmal hier, natürlich CPU-Fan, ganz klar. Ja, ich würde sagen, dann zeige ich euch noch mal kurz das Case. Ne, ich zeige euch schon erstmal kurz den Kühler. Und auspacken muss ich ihn ja eh. Die Höhe ist, glaube ich, 149 oder sowas. Bei dem Case ist nämlich ein bisschen begrenzt. Ich weiß gerade nicht, wie denn war. 145 ist er hoch. Und wie gesagt, das ist einer der schönsten Kühler. Den gibt es auch in Quad Lumi. Dann heißt der halt Quad Lumi und ist ein bisschen mit RGB. Ich denke mal, das wird auch seinen Dienst tun. Ich muss nur gerade gucken, ob er mit dem RAM passt. Ja, passt. Weil er ist ziemlich dick. Aber geht. Das ist kein Thema. Ja, ich zeige euch nur mal kurz das Case, weil ich die ganzen Kram muss ich auf die Seite tun hier. Habe schon wieder vergessen, wie es hieß. Ach ja, das ist ein, zeige ich euch mal komplett. Moment. So, das ist ein Intertech 39, also X3901 Impuls. Habt ihr vorne, wie gesagt, Micro ATX, ne? Hier sind zwei RGB-Streifen. Habt ihr oben, muss man gucken, ob ich da was hinkriege. Draufsicht ist das. So, kann man doch besser sehen. Sagen wir 201er, 30 und hier ist noch, wenn man das möchte, über den Reset-Button kann man die RGB, den Stripe dann steuern. Dann habt ihr hier noch Start-Button natürlich. Ladescheibe oben kann man 240 verbauen. Ne? Oder 120er. I.O. Wie gesagt, hinten im Heck sind es 120. Ladescheibe, man kann ein bisschen hier die das Netzteil sehen. Und ja, wie gesagt, Micro ATX. Innen drin, meine ich, wäre auch Platz für eine SSD. Gut, aber das ist ja bei uns hinfällig. Hier kommt noch ein 1000 Gigabyte, sag ich mal, den Faden verloren. 1000 Gigabyte HDD rein, so, für das Spiel oder dergleichen. Weiter aber erstmal das jetzt vor. Ihr Moderator, lauter Schwerte, oha, habe Angst. Ja. Ja, das war's. So, YouTube und so. Jetzt dann machen wir dann ein extra Video für natürlich für den Bau. Also bis dann.